Damit willkommen zurück zu Let's Play Vampire the Masquerade Bloodlines. Willkommen zurück im Horror. Warum sage ich das? Weil wir im letzten Part das komplette Horrorvideo geholt haben, letztendlich aus dem Internetcafé. Das erste Mal mit richtig miesen Missgeburten zu tun hatten, die mir da einen gehörigen Schreck eingejagt haben, weil ich nicht mehr sie gewohnt war. Und weil wir jetzt zum Haus dürfen, in dem diese Kreaturen hausen. Den Kingsway. Bevor wir anfangen, noch ein kurzes Ding, weil ich es im letzten Video vergessen habe. Guckt auch meinen Kumpel Cube92. Er macht derzeit sowohl FIFA als auch The Walking Dead Videos. Er ist nicht perfekt, aber wer ist das schon? Schaut ihn euch einfach mal an. Und dann setzen wir gleich mal unser Weg in die Apokalypse fort. Und ich hoffe, ich erschrecke mich diesmal nicht so über letzten Part, das ist nämlich ein bisschen praktisch. Ja, wir dürfen jetzt, wie schon gesagt, zum Kingsway. Einem Haus, das wir in einem Video gesehen haben, das anscheinend nicht sehr gut aussah. Und naja, die Viecher haben wir ja schon beim letzten Part gesehen. Isaac möchte nicht mitgehen. So bleibt uns nur die Möglichkeit, allein dahin zu gehen. Wahrscheinlich weiß der Typ, dem das Haus und letztendlich auch das Video, weil die MP hat das Video geklaut, gehört auch, wo die Nosferatu sich aufhalten, die wir bekanntlich suchen. Eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich überhaupt keinen Bock da drauf. Ich würde lieber jetzt nach 10 Minuten oder 15 Minuten labern, als diesen Auftrag hier zu machen. Aber was soll's, so kommen wir nicht weiter. Also werden wir es machen. Wir nehmen eine Ratte mit, weil unser Blutvorrat nicht ganz voll ist. So, jetzt ist er wieder voll. Wir müssen per Karte zum Kingsway reisen, wie zu den sonstigen Orten auch. Hier ist der 609 Kingsway. Auf geht's. Oh, ich will da nicht hin. Ich habe da so ein mieses Gefühl dabei. Das ist das Haus. Raus können wir leider nicht. Hahaha, ich will raus. Wir haben es. Die schöne Kulisse von Hollywood. Ah, Palmen hier. Und der Nachthimmel. Ich würde mir das jetzt echt lieber anschauen, 15 Minuten, als in dieses Haus zu gehen. Aber ziemlich bleibt uns nichts anderes übrig. Ich höre Fliegen. Der Haupteingang ist versperrt. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg suchen. Hier gibt es eine Tür. Ich höre Fliegen. Warum höre ich Fliegen? Oh, sieht eigentlich von außen ganz hübsch aus, das Häuschen. Was macht eine Tür? Geht die wieder raus, oder? Nö, toll, einmal rumgelaufen. Okay. Wieso höre ich Fliegen? Das peile ich gerade nicht. Ein Swimmingpool. Ah, wir müssen wahrscheinlich nach oben, nehme ich mal an. Gibt es hier irgendwo eine Leiter oder eine Treppe? Hier ist eine. Hier sind Ranken, wo wir hochklettern können. Okay. Jetzt sind wir oben. Wieso höre ich hier Fliegen? Ich peil's gerade nicht. Und noch weiter nach oben. Und hier kommen wir jetzt nach drinnen. Und ich zück schon mal die Axt, weil ich wette, dass dort drin die Hölle losbrechen wird. Wir haben es ja beim letzten Mal gemerkt. Oh ja, ich sehe von hier, dass das das Haus ist, das wir im Video gesehen haben. Das war ja so klar. Das war ja so klar. Wir kommen rein und sofort ist so ein Viech da. Alter. Okay, ich habe mich nochmal erschreckt. Ich gebe es zu. Haben wahrscheinlich gemerkt. Wer wohnt denn hier? Ich meine, guckt euch das an. Die Wand blutet. Die Wand blutet. Wenn wir auf die Wand schlagen, dann blutet die. Alter, wer wohnt denn hier? Ich meine, die Vera wird sich freuen. Und Ikea auch, ne? Ich habe dich erwartet, du Missgeburt. Hier fliegen die Fliegen rum.
Jetzt ist auch klar, warum man Fliegen draußen hört. Das muss hier ja stinken wie Scheiße. Okay, bevor ich jetzt nach unten gehe. Einen Mumienwickelfetisch haben wir gefunden. Was bringt der denn? Was ist der überhaupt? Ah, hier, Mumienwickelfetisch. Wenn Sie diesen Mumienwickelfetisch betrachten, erfüllt Leben Ihr untotes Fleisch. Passive Heilungsrate erhöht. Oh, sehr schön. Das ist immer nicht schlecht. Alter, ich sehe nichts. Ich sehe ein Bett. Wer lebt denn hier? Ich meine, die Super Nanny war schon länger nicht mehr hier. Guck mal an, da blutet's aus der Lampe. Das ist wahrscheinlich das Haus von 2034. So in 2034, da lebt jeder in so blutigen Häusern. Das ist der Trend von übermorgen. Na gut, ich mache gerade meine Witze, um mich gerade ein bisschen zu beruhigen. Okay, wir müssen wohl nach unten. Oh, ich will da echt nicht runter. Weg, du Mistviech. Das war ja... Hier sind wahrscheinlich diese Mistviecher überall. Komm her! Und diese Geräusche, ich habe es ja schon beim letzten Mal gesagt, diese Geräusche, die die Viecher machen, ey. Das ist alles andere, aber nicht mehr lustig. Boah, ich will gar nicht wissen, wie es hier stinkt. Aber hier sind Blutbeutel. Blutbeutel und Blaublutbeutel. Also die sind hundertprozentig vampirischen Ursprungs, die Viecher. Kannst mir nicht erzählen, dass es ein normales Tierchen ist. Es ist nur ein Tierchen mit Mutation zur Gründen, wenn Mutation zur Erneuerung der Kunstform führt. Oh, ein Flügel. Ich würde ja lieber Klavier spielen, als weiterzugehen. Jetzt nochmal weiter nach unten. Oh, ey, das macht mich gerade voll fertig. Nochmal nach unten. Wie viele Dinge hatten das Haus? Ah, hier sind wir bei der Eingangstür, glaube ich. Diesmal habe ich es erwartet, diesmal habe ich mich nicht erschreckt. Aus der Toilette. Pervers. Diesmal habe ich mich nicht erschreckt, diesmal habe ich es kommen sehen. Und hier geht's runter in den Keller. Ich glaube, ich speichere vor dem Keller. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der Keller uns eine ungute Sache bringen wird. Voll geheilt sind wir. Weil ich gerade das Gefühl habe, dass der Keller uns eine ungute Sache bringt, speichere ich lieber davor. Alter, wer lebt denn hier? Das ist ganz ehrlich, ne? Wie gesagt, die Vera wird sich freuen. Fäkalien, Blut, Ruin. Und wie es hier stinken muss. Ich hoffe, der Nosferatu hat keine Geruchssinne. Sonst wird er hier viel riechen. Da steht jemand. Da unten, seht ihr den? Der da. Und hier ist ein Blutbottich. Ich schaue mich erstmal um, bevor ich da jetzt runtergehe. Da hängen Leute. Da steht jemand. Er scheint auf uns zu warten. Die Frage ist er uns positiv oder negativ gesinnt? Das wissen wir jetzt nicht. Ich traue ihm ehrlich gesagt kein positives Sehen zu. So wie der von fern aussieht, traue ich dem nichts Positives zu. Wir werden mal sehen. I see your face is not so lifeless. Your nerves not so deadened that you cannot express shock. Tell me, child, is my appearance that frightening? Or is it my knowledge of you that is so unnerving? Also seine Stimme finde ich cool. Sein Aussehen ist etwas merkwürdig. Ich meine, der Typ hat Knochen im Rücken. Muss ein Chimiske sein. Dann werden wahrscheinlich die Viecher auch durchs Fleischformen kommen. Leute, die das bei einem Paperspiel gespielt haben, wissen, was das heißt für alle anderen. Fleischformen ist eine Disziplin wie zum Beispiel Verdunklung. Bloß, dass man bei dieser Disziplin Fleisch und Knochen formen kann. Daher kommen wahrscheinlich die Viecher. Das macht man meistens mit Menschen. Das heißt, das war mal ein Mensch wahrscheinlich, die wir abgeschlachtet haben. Und durch Knochen sieht der auch so toll aus.
beängstigend. Sieh dir diese Muckis an, Kumpel. Don't be ashamed of your appearance, young one. The beast in us takes many forms, but all are beautiful in their own way. And this need only be the beginning. Okay. Er ist nett zu uns. Er sagt, wir sollen uns unserer Erscheinung nicht schämen. Das heißt, es ist ihm egal, dass wir hässlich sind. Das ist beruhigend. Du hast das Video gemacht, richtig? Oh yes, the tape. Merely a test. Certainly not intended to fall into mortal hands. Fortunately, we are in the capital of mortal trickery and illusion. So did the tape drive you to find me? From whence flows your longing, child? Nur ein Test? Was soll denn das für ein Test sein? Was soll denn das für ein Test sein, wo man Menschen zerfetzt? Ich meine, Vampire machen viele dumme Sachen, aber Kreaturen zu schicken, um Menschen zu zerfetzen, gehört bisher nicht dazu. Aber ich will ihm nicht unbedingt in den Arsch treten, er scheint ganz nett zu sein. Deswegen sage ich das Zweite, weiß ich auch nicht genau. Was geht hier überhaupt vor? Nosferatu from their pestilent nests. Without the sewer rats to guide them, the Camarilla will be blind to the Sabbat's designs. Okay, jetzt ist er schon viel weniger nett. Erstens will er die Nosferatu töten, was uns als Nosferatu natürlich gar nicht passt. Zweitens sagt er damit eindeutig, dass es zum Sabbat gehört. Wir können zwar nicht zu Camarilla, aber den Sabbat treten wir immer in den Arsch. Und drittens hasse ich es, wenn man Kanalratten sagt. Das passt mir nicht. Allerdings sagt er auch, die Abwasserkanäle sind voll mit meinen Kreationen. Und das ist natürlich wieder nicht so beruhigend. Ich bin zwar eine Kanalratte, aber dich mache ich allemal fertig. Now, Camarilla, well, let me see you fight your nature in the face of those who have embraced their beast. Deny yourself Cain's gifts and be torn asunder by my minions. Ach, er will jetzt gegen uns kämpfen? Na dann los. Sabbat Leader, das ist also der Anführer der Sabbats. Komm her, du Missgeburt. Na? Komm her. Oh, er ruft die Viecher. Er ruft die fleischgeformten Mistviecher. Stirb. Scheint wie ein Bosskampf zu sein. Er beschwört die Viecher. Wo ist er? Stirb. Und er kann sich teleportieren. Aber er selber scheint gar nicht so stark zu sein. Verpiss dich, fleischgeformtes Mistvieh. Kämpf gefälligst selber, du Feigling. Hör auf, deine Gefolgsleute auf mich zu hetzen. Kämpf deine Kämpfe alleine. Ich hau jetzt nur noch auf ihn. Kämpf deine Kämpfe gefälligst alleine, du Pisser. Ich kämpfe jetzt nur noch gegen ihn, weil der hat so viele Viecher, das bringt nichts. Alter, haut ab von mir. Okay, den einen töte ich jetzt. Alter, wie viele hat der Typ? Bleibst du mal stehen, du Feigling? Wir werden sterben. Ich muss einen Blutbeutel nehmen. Gut, dass wir gespeichert haben davor.
immer gleich zwei. Diese Mistviecher machen total viel Schaden. Er selber macht gar nicht so viel Schaden, aber die Mistviecher machen so viel Schaden. Und dann teleportiert er sich auch noch. Komm jetzt her, du Penner. Oh, jetzt ist er wieder weg. Wir sind fast schon wieder tot. Oh, bleib doch mal da, du Missgeburt. Alter, der teleportiert sich dauernd weg und ruft dann seine Viecher. Jetzt ist er wieder weg. Jetzt habe ich dich. Wir heilen uns nochmal. Der ist verdammt schnell. Unser letzter Blutbeutel. Komm her, komm her. Der Typ ist eigentlich gar nicht schwer, aber seine Viecher gehen auch mehr auf den Sack. Na? Langsam wird er schwächer. Das Problem ist, wir haben keine... Dass er immer so sich teleportieren muss, ist halt gerade ätzend. Deine Viecher machen uns gar nichts, Kumpel. Kämpf deine Kämpfe gefälligst alleine. Denkst, ich sehe dich nicht. Der Typ ist ja sowas von nervig, merke ich gerade. Wo ist er? Mist. Fehlt. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er da vorne? Aber gut, dass wir die Blue Ball genommen haben. Nur schlecht, dass wir jetzt keinen normalen Blueboard mehr haben. Oh, bleib doch mal stehen. Du gehst mir gerade auf den Sack. Nein, er ist fast down. Stirb, stirb, stirb. Nein. Da. Audrey konfrontiert. 6 Erfahrungspunkte. Alter, schaut euch mal unsere Lebensanzeige an. Auftrag erfüllt. Boah, der Typ ist also Audrey. Ah, sie haben Audrey in seinem Versteck am Kings Bay 609 besiegt und Zugang zur Kanalisation bekommen, wo sie hoffentlich die Nosferatu finden werden. Wir dürfen also jetzt in die Gullis. Na super, er hat gesagt, dass die Kanalisation voll von den Viechern ist. Ich vermute mal, hier geht's weiter. Oh ja, das sieht mir nach Untergrund aus. Ich heil mich erstmal, bevor ich da runtergehe. Kannst du vergessen, dass ich da einfach so runtergehe? Ich mach 2 Blau-Blut-Portal. Nein, ich nehme noch mehr. Nein, ich nehme noch ein paar mehr. Das Ahnenblut werde ich mir aufheben. Ja gut, den Rest werden wir uns dann... Vielleicht gibt es ja im Kanal auch Ratten. Ich will kurz mal schauen. Oh, ekelhaft. Oh, sieht das ekelhaft aus. Alles Opfer gewesen, vermute ich. Hier hängen 4. Und die Viecher, diese fleischgeformten Viecher, bestehen immer aus... mindestens aus einem Menschen. Oder mehreren. Man weiß es nicht so genau. Und ehrlich gesagt, man will es auch nicht rausfinden.
Also auf in die Gosse. Na toll. Wir haben keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Wir wissen nur, dass da verdammt viele Mistviecher wahrscheinlich sind. Weil er ja gesagt hat, dass die Abwasserkanäle voll von seinen Kreaturen sind. Ich glaube kaum, dass wir jetzt sicherer sind als im Haus. Deswegen sofort die Axt. Darfst du euch runterspringen? Wirklich? Darunter? Na gut. Ich höre sie schon. Ich höre ein Viech. Und ein Singsam. Ist das Viech? Oh, du glaubst nicht ernsthaft, dass ich da jetzt reinkrieche, oder? Ah, na super. Na komm her, ich stelle mich euch allen. Ah, wo seid ihr? Ich stelle mich euch allen. Da auf der anderen Seite. Und hier liegt ein Toter und ein Klemmbrett. Also bevor ich da jetzt aufmache, will ich das Klemmbrett lesen. Klemmbrett sieht aus wie das Klemmbrett eines Angestellten bei den Los Angeles Wasser- und Versorgungswerken. LADPP, Frühjahr 2003. Mond, 23. Montag. Heute erste Nachforschungen anlässlich Berichten über merkwürdige Sichtungen in der Kanalisation von L.A. Quadrant 13 betreten. Heute Nachmittag sind 14 und 15 vorgesehen. Quadrant 13 erscheint normal. 24. Dienstag. Quadrant 13 untersucht. Unidentifizierte Geräusche an verschiedenen Stellen in Quadranten 14 und 15. Zentrale gebeten zu bestätigen, dass keine anderen Inspektoren in diesem Abschnitt arbeiten. Bestätigt. Koordinaten notiert. Morgenuntersuchung von 16. Ich vermute mal, die Geräusche kommen von den Viechern. Ich vermute mal, der Typ liegt nicht umsonst tot da. 25. Mittwoch. Erneut seltsame Geräusche. Zweifellos irgendein Tier in Quadrant 16. An der Kreuzung der Korridore 63a und 64b möglicherweise das Tier gesehen. Untersuchung lieferte keine weiteren Hinweise. Merkwürdige Abdrücke am Rand des Korridors, fast wie Hände. In der Dunkelheit jedoch schlecht zu erkennen. Boah, klingt das eklig. 26. Donnerstag. Mehr Abdrücke im Korridor 73D. Sie verschwinden in einer Art Eingang in einem älteren Teil der Kanalisation. Zentrale nach Plänen der alten Kanalisation gefragt. Hatten keine. Weitere Anweisungen erbeten. Zentrale sagt, Untersuchung morgen vorsichtig weiterführen. Ich glaube, er hätte die Untersuchung abbrechen sollen, aber lesen wir mal weiter. 27. Freitag, 8 Uhr morgens. Vermutlich. Ich denke mal nicht, dass 8 Uhr mal abends meint. Heute Morgen, ja. Untersuchung in der alten Kanalisation aufgenommen. Wieder das Tier gesehen, kann es aber nicht einordnen. Scheint nackt zu sein, fast wie ein Reptil. Ich höre es ständig, fast als ob es mich verfolgt. Aber mit dem Echo hier unten ist es unmöglich, die Entfernung zu schätzen. Ich wette, das war eins von den fleischgeformten Viechern. Und ich wette, es hat ihn verfolgt. Selber Tag, 9.15 Uhr. Kann die Zentrale nicht über Funk erreichen. Keine Rückmeldung möglich. Je weiter ich in die alte Kanalisation vordringe, desto mehr nimmt ein deutlicher Geruch zu. Zweifellos der Kadaver eines Tieres, das der Ring heruntergespült hat. Fahre mit der Untersuchung fort. So ein Trottel. Naja. Freitag, 11.31 Uhr. Ursache des Geruchs gefunden. Wahrscheinlich menschliche Überreste. Könnten vielleicht auch die Überreste von einem Typen sein. Sofort Zentrale angefunkt, aber kein Kontakt. Leiche scheint ein Durchreißender zu gehören. Aber Wunden, massive Risswunden, also Beißwunden, deuten auf kürzlichen Tierfraß hin. Koordinaten der Leiche notiert. Kehre zur Zentrale zurück, um Bericht zu erstatten. Ja, kluge Entscheidung. Selber Tag, 13.22 Uhr. Ich habe in den alten Tunneln die Orientierung verloren. Oh Gott, der Typ, ey. Genau deswegen steige ich nicht in Kanalisationen. Versuche, die Zentrale zu erreichen, sind gescheitert. Zielgeräusche von vorhin nähern sich wieder. Ich fürchte, ich werde vielleicht gejagt. Vorsichtshalber habe ich meine Waffe entsichert. Und dann der letzte Eintrag um 18.30 Uhr. Ja, das ist der letzte Eintrag. Total verirrt. Ich bin vielleicht tiefer in die alte Kanalisation vorgedrungen.
Hinter mir ist etwas. Ich weiß es. Kann die Zentrale nicht erreichen. Batterien in meiner Taschenlampe werden schwächer. Gott hilf mir, habe Kreatur gesehen. Irgendein Monster, Zähne und Blut. Kann nicht raus, kein Licht mehr, niemand hört mich. Oh Gott, was ist das? Die Schrift bricht ab, verschmiert mit etwas, das wie Blut aussieht. Das ist der letzte Eintrag. Und ich vermute mal, das ist der arme Kerl. Ich vermute mal, die Kreatur war eines von diesen Viechern hier. Ruhe in Frieden. Ruhe in Frieden. Unbekannter Inspekteur. Wir wissen seinen Namen nicht. Ich nehme die Feueraxt zur Hand und wage mich weiter. Komm her, du Mistviech. Aber wir können hier öffnen, aber ich öffne doch da nicht. Außer es gibt keinen anderen Weg. Ich weiß keine Ahnung, habe keine Ahnung, ob es einen Halbweg gibt. Da können wir rein, okay. Da kommen wir her, scheiße. Aber hier gibt es ja noch mehr, vielleicht. Vielleicht können wir da rein. Oh, ich sehe nichts. Jetzt sehe ich wieder was. Eine Leiter. Nach oben. Okay. Ich bin mir aber nicht sicher, ob wir nach oben sollten, deswegen bleibe ich jetzt mal lieber da weg. Okay, ich check erstmal alle Möglichkeiten ab. Wir können jetzt da die Tür öffnen und das Viech töten. Wir können da die Leiter hochgehen, wir können zurückgehen. Hahaha. Das Viech würde uns sofort töten, wenn es wüsste, dass man das Ding aufmacht. Hier kommen wir her. Okay. Ach, was soll's. Ich mach das Ding auf und stell mich dem Viech. Nee, jetzt komm her, du Missgeburt. Ich werde dich sowas von abschlachten. So. Rambo is back. Wow. Allerdings haben wir keine Ahnung, wie viele von den Mistviechern hier unten sind. Und der Part ist auch fast vorbei. Hier sind sehr viele Ratten. Leider haben wir gerade vollen Blutvorrat, sonst würde ich mir eine mitnehmen. Ich finde es schade, dass ein Nosferatu nicht Ratten to go mitnehmen kann. So, weißt schon, so eine Hosentasche. Das wäre ganz praktisch. Oh, ich traue dieser Kanalisation keinen Fuß, weil da kommt doch gleich wieder was. Hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Wieder durch. Nein, ein Gitter. Wir müssen es irgendwie zu Nosferatu, aber dazu müssen wir sie finden. Hier können wir weiter und ich höre schon wieder diese Viecher. Jetzt sind wir hinter einem Gitter. Okay. Mistviech, stirb! So. Und hier können wir öffnen. Das heißt, wir können da durch. Okay. Ein bisschen schwimmen mal zwischendurch. Oh, ich, ganz ehrlich, ich traue dieser Kanalisation keinen Fuß weit. Ich traue da nicht weiter, als ich sehen kann. Ich höre auch schon wieder diese Kreaturen. Ach, von wo? Hier sind zwei Türen. Eine ist verschlossen. Probieren wir mal, sie zu knacken. Knapp können wir, kriegen wir es, okay. Dann gehen wir mal rein. Was haben wir denn hier? Oh, Munition für das Schrotgewehr. Leider ist die Munition voll. Schade. Sonst haben wir hier nichts drin. Sehr schade, dass die Munition voll ist. Was haben wir hier drüben? Ein Raum. Mit einem weiteren Hauptbuch. Okay. Und einen Weg, der nach oben führt, zu einer weiteren Tür. Ist die abgeschlossen? Nee. Scheint aber so, als wäre es ein Ausgang. Ich glaube nicht, dass wir rausgehen wollen. Das Hauptbuch nehmen wir mit. Lesen werden wir das Hauptbuch aber erst in der nächsten Folge. Bauer 1 heißt der Spielstand. Ah, die Baue.
Übrigens, ich weiß noch aus alten Erinnerungen, dass die Nosferatu im Baue 5 sind. Das bedeutet, wir werden einen sehr langen Weg haben. Nur, dass ihr euch schon mal drauf freuen könnt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. In der nächsten Folge werden wir uns weiter mit den fleischgeformten Kreaturen rumschlagen, durch die Kanalisation und hoffentlich die Nosferatu finden. Ja, jetzt habe ich es ja schon verraten, wir werden die Nosferatu finden im untersten Teil, aber hoffen, dass wir lebend dort ankommen. Bis dahin, Freunde, macht's gut.